Ja, hallo, ist das Mikrofon an? Ja, hört ihr mich? Kurzes Handzeichen? Schön. Ha, danke schön, sehr gut. Tag, ich bin Daniela. Ich habe die Freude, den nächsten Speaker hier auf der Chaosbühne anzumoderieren. Das ist ein bisschen was Besonderes, weil das hier tatsächlich meine Taufe heute ist. Was ist denn da oben? Warum zeigen wir ein? Ah, können wir lauter machen? Test, Test. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gut. Dass ich hier oben stehe, ist ein bisschen was Besonderes, denn ich bin heute zum ersten Mal in meinem ganzen Leben auf dem Chaos Communication Congress und die Leute von der Chaoszone haben dann direkt gesagt, naja, also ich arbeite sonst beim Radio, naja, wenn du das kannst, dann kannst du dich doch auch mal auf die Bühne stellen und ein bisschen was anmoderieren. Zum Beispiel den folgenden jungen Mann, das ist Stefan Walloon und der spricht jetzt über ein Thema, das, ja, mir wurde gesagt, so seit 5 Jahren, wahrscheinlich auch schon viel länger, aber seit 5 Jahren so ein bisschen Trend ist, korrigiere mich gerne gleich. Wenn es nämlich darum geht, zum Beispiel eine Software zu entwickeln, dass es eben bis vor einiger Zeit so war, dass das so abgekoppelt im Elfenbeinturm stattfindet und wenn das Ganze dann in die Praxis geht, funktioniert halt nichts mehr. Das läuft heute anders. DevOps nennt sich das Konzept. Und darüber spricht jetzt Stefan Walloon. Großen Applaus. Vielen Dank für die Anmoderation. Hallo, ihr seid wieder ganz schön viele. Das macht mich wieder ganz schön nervös, aber wir kriegen das hin miteinander. Hallo. DevOps Disasters 2.0, das zweite Mal auf dieser Bühne, war letztes Jahr schon mal, heute der zweite Teil mit Neuheiten aus 2019. Und da unten steht auch schon das erste Mal, dass jemand was zu dem Thema dieses Jahr gesagt hat, was es auch ein bisschen einleiten soll. Vorweg, weil die Frage jetzt immer mal kam im Voraus, ich finde DevOps total super. Also es wird jetzt nicht darum gehen, was bei DevOps schief gehen kann, da kann auch eine ganze Menge schief gehen, sondern es wird darum gehen, was, wenn DevOps nicht so ganz gut geklappt hat, für einen Quatsch rauskommt. Also tatsächlich, wenn die eine Seite nicht weiß, was die andere Seite tut. Am Anfang ein bisschen Wiederholungen vielleicht aus dem letzten Jahr. Wer jetzt schon mal da war letztes Jahr, muss ich ein bisschen langweilen. Ihr könnt ja nochmal die Mails checken oder so. Was wollen eigentlich Ops? Ich mache Operations, deswegen komme ich von der Seite. Was wollen wir? Wir wollen Software, die skaliert, also auf Last reagieren kann. Auf Last reagieren heißt, wenn mal wieder mehr um die Ecke kommen, wenn eine Kampagne fährt, wenn mal irgendwie mehr Leute kommen, soll das bitte immer noch funktionieren. Und zwar horizontal skalieren, also irgendwie so Clustering und auch viele Kisten. Wir wollen Sachen vereinheitlichen, wir wollen also das Rad nicht 5-mal erfinden. Jeder Prozess, der neu ist, heißt für uns Arbeit. Das heißt, wir wollen möglichst viele Dinge gleich erledigen. Automatisieren, die Dinge, die wir erledigen wollen, wollen wir nicht mit der Hand machen, sondern wir wollen Automatisierung dafür schreiben. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir wollen uns nicht per SSH auf irgendwelchen Kisten anmelden, sondern wir wollen irgendwie, dass es auf Knopfdruck diese Software da draußen sich ausrollt. Auch das kann ein Problem sein, wenn das jemand nicht auf dem Schirm hat und wir wollen am Ende monitoren, was da draußen los ist. Also wie geht es unserer Software, gibt es ein Problem und so weiter und so fort. So, das hatten wir letztes Jahr schon mal. Jetzt kommt die nächste Folie nicht. Warum kommt sie nicht? Hallo. Kurz nochmal der Hintergrund, warum ich hier eigentlich stehe. Ich arbeite in Leipzig in einem Tech-Kollektiv. Wir machen Softwareentwicklung für NGOs und wir betreiben die auch in einem ziemlich coolen Kollektiv. Vielleicht sind ja ein paar Leute da, es wollten ein paar Leute kommen. Ich weiß nicht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal winken, falls es euch hier gibt. Seid ihr reingekommen, was? Könnt ihr mich hinterher fragen, falls euch das interessiert. Wir haben so Chats für Kommunikation im Team, haben wahrscheinlich auch viele von euch. Und wir haben vor vielen Jahren haben wir einen Channel eingeführt in unserem Chat, der heißt Failed. Der war eigentlich dafür da, dass wir so ein bisschen Blame-Free-Culture hinkriegen. Also, dass wenn uns ein Fehler passiert, dass wir wissen, wo wir irgendwie hingehen können und wo wir uns abfeiern können. Und damit es nicht irgendwie so blöde wird mit, ich habe was kaputt gemacht, sondern wenn bei uns jemand was kaputt macht, dann schreibt er das da rein und alle machen erstmal so, yay, jetzt machen wir es wieder ganz. Und was aber auch passiert ist, relativ gleichzeitig, dass das gar nicht so blame-free war, sondern alles, was nicht von uns war, ist da irgendwie hart verrissen worden. Also wenn mal wieder was total bekloppt war, was jemand gebaut hat, ist es auch da aufgetaucht. Und das ist meine Quelle für diesen Vortrag. Und immer nach einem Jahr kann ich einfach alles zusammenkehren, was da runtergefallen ist und erzähle euch das einfach. Das ist so die Idee.
Und ein ganz wichtiger Punkt in diesem Channel, den wir haben, das steht auch ganz oben drüber, das ist der letzte, Lessons Learned. Also uns geht es immer um die Frage, okay, das ist jetzt scheiße gelaufen oder hat jemand scheiße gebaut, aber wie geht's denn richtig? Was lernen wir denn da draus für die Zukunft? Und dieser Vortrag, der soll beides machen. Der soll zum einen euch mal zeigen, was da draußen für ein Quatsch passiert und auch den Versuch machen, daraus Erkenntnisse abzuleiten. Also wie geht's eigentlich richtig? Jetzt geht das schon wieder nicht. Na gut. Wir haben so ein paar Nachzügler. Jetzt sind wir irgendwie schon zu weit. Geht das auch in die andere Richtung? Da. Das war letztes Jahr die Themen, um die ich mich da so ein bisschen rumgeschlichen habe. Auch das haben vielleicht einige von euch schon mal gesehen. Letztes Jahr haben wir uns also so Logging angeguckt und Config Handling und wie persistiert man Daten und sowas. Auch dazu sind dieses Jahr so ein paar Sachen passiert. Hier haben wir sowas zum Thema Logging, also wie man Logging so wunderbar falsch machen kann. Es geht also darum, dass man, wenn man in der Datenbank Sachen irgendwie nicht findet, man irgendwie feststellt im laufenden Code, ob man jetzt hier gerade ein Error-Environment hat oder eine Shell oder irgendwas. Und je nachdem, was man da findet, schreibt man dann mit Write irgendwie eine Logmeldung raus. Also wirklich, liest sich auch ganz super. Als das bei uns im Channel gepostet worden ist, kam dann als nächstes fantastische 4 mit freundlichen Grüßen. MFG und so. Auch da nochmal das Learning vom letzten Jahr. Ich will es gar nicht wiederholen. Einfach mal so zum Drüberfliegen, wie man es richtig macht. Das Entscheidende ist die Zeile. Logging ist ein gelöstes Problem. Wenn ihr Logging macht, also irgendwie eure Programme irgendwas sagen lassen wollt, was nicht heißt irgendwie User-Input, nehmt einfach eine Logging-Library, es ist alles fertig. Prozessmanagement hatten wir letztes Jahr auch, dass ihr das bitte nicht macht, sondern dass ihr fertigen Prozessmanager nehmt dafür. Das ist auch so ein schönes Ding, was wir dieses Jahr hatten. Config Handling, also wie konfiguriert man eigentlich eine laufende Applikation? Da hatten wir so eine Fremdsoftware, die brauchte S3-Zugangsdaten, weil die angefangen hat, Assets in einem S3 abzulegen. Und da haben wir gefragt, wie wir das bitte jetzt, wie konfigurieren wir das jetzt? Wo schreibt man das bitte hin? In welche Config-Datei? Und das war dann so die Antwort. Bitte in die SQL-Tabelle und zwar in die, wo auch die Produktivdaten drin sind, ist klar, ne? Also, wo so gehören Config-Dateien, also Config-Informationen sonst hin, wenn nicht neben die Produktivdaten. Macht sich auch total gut, wenn man mal so einen Dump nach Staging ziehen will, um mal zu gucken, ob noch alles geht. Dann direkt aus dem Staging-System die Daten, die Assets nach Production schieben. Und überhaupt so mit PHP MyAdmin kann man das ja machen. Das ist kein Problem. Auch da nochmal, auch ein gelöstes Problem, Config Handling, gibt es Libraries dafür, macht es einfach mit den Libraries. Und NFAR sind auch was total Tolles, wenn man so Docker-Container hat, dann will man das nicht in einem Docker Entry Point in eine Datenbank popeln, was man da gerade hat. Persistenz, auch schon, bitte nicht ins Dateisystem, das clustert sich so scheiße. Also WordPress ist da so ein Kandidat. Schön die Uploads immer aufs Dateisystem und wenn ich da mehr als eine WordPress-Instanz laufen lassen will, fange ich an, mir ein NFS aufzusetzen. Macht auch richtig viel Spaß. Auch Hype-Train gibt es ein paar Nachzügler. Kurze Frage, wer von euch benutzt Docker? Bitte einmal melden. Oder ja, das darf man noch fragen, ne? Da trauen sich noch Leute zu melden. Wer von euch rollt, wenn es im Base-Image eurer Applikation ein Security-Problem gibt, neue Container aus? Das ist jetzt ungefähr ein Viertel der Leute, die sich eben gemeldet haben. Zeigt das Problem wahrscheinlich schon. Und wer monitort die laufenden Container kontinuierlich auf Security-Vulnerabilities? Das ist dann gar keiner mehr. Problem ist klar, oder? Nächstes Problem, wer hostet bei AWS? Ihr dürft euch noch trauen, Namen werden nicht genannt. Und wer von euch hat auch Status-Page-Anbieter oder Monitoring-Lösung ausgelagert, outgesourced? Ungefähr eine ähnliche Anzahl. Und wer von euch ist sicher, dass die Status-Page oder Monitoring-Anbieter nicht ihrerseits bei AWS hosten? Das sind dann noch 2. Das ist Single Point of Failure horizontal skaliert. Ganz neue Möglichkeiten, die einen die Cloud da bietet. Also hatten wir tatsächlich jetzt ein paar Mal gesehen, also nicht bei uns, aber im Netz gab es ein paar Mal Geschichten davon. Und ich hatte vorneweg auch so ein bisschen Call for Disasters rausgehauen vor dem Talk und auch da hatte ich eine Einreichung, dass eine Firma tatsächlich zu AWS migriert ist.
ihre Monitoring-Lösung outgesourced hatte zu einem Drittanbieter und genau das passiert ist. Frankfurt war down und die hatten dann nicht mal mehr Monitoring. Auch da vom letzten Jahr, das Problem am Hype-Train oder an den neuen Technologien sind vor allem die Unknown Unknowns, also Dinge, dass wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Bei den alten Sachen, die so, was weiß ich, Postgres, 20 Jahre alt, wir wissen genau, wo die Probleme sind. Möglicherweise wissen wir nicht, wie wir die Probleme lösen, aber wir wissen, dass es die Probleme gibt. Bei dem neuen Zeug ist das alles einfach nicht so. So, jetzt habe ich euch ganz lange auf die lange Bank geschnallt. Auf zu den Neuerungen dieses Jahres. Jetzt können also auch alle wieder zurückkommen, die gerade abgetaucht waren. Wo wir gerade bei Docker und Hochverfügbarkeiten alles waren. Also diese Zitate, die hier unten sind, inklusive Rechtschreibfehler, die sind aus diesem Channel. Die Rechtschreibfehler habe ich nicht reingemacht, die waren da schon. Hochverfügbarkeit. Gucken wir uns mal an, was da so geht. Tatsächlich ein echter Fall bei uns. Wir machen also das Interface-Management, das Netzwerk-Interface-Management mit SystemD NetworkD. Ja, tatsächlich, wir tun das. Funktioniert tatsächlich sehr gut, wenn man Sachen an MAC-Adressen binden muss. Da oben drauf managen wir eine Floating-IP mit KeepAlive-D. Das ist also so ein Service, was virtuelle IP-Adressen hin und her switchen kann, wenn ein Node down geht. Das dritte, was wir machen, ist, wir starten jetzt mal die Interfaces durch mit SystemD-Control. Große Frage ist, was passiert? Wer weiß es? Hat jemand eine Idee? Hat auch noch niemand von euch gemacht. Wir haben das mal gemacht, also so ganz unabsichtlich, und dann waren irgendwie natürlich alle Services down. Klar. Kleiner Hint dazu. Die Interfaces sind nie down. Natürlich nicht. Die werden halt einfach durchgestartet. Aber beim Runterfahren von SystemD NetworkD wird da alles weggeräumt, was da nicht hingehört. Also auch die IP-Adresse aus dem KeepAlive-D, weil aus SystemD sich gehört die da nicht hin. Aber die Dienste sind da, also die KeepAlive-Instanzen sind da, die erreichen sich auch. Alles bestens. IP-Adresse weggeräumt, alles bestens. Ja. Also falls euch mal irgendwie KeepAlive die IP-Adressen verschwunden gehen, denken wir darüber nach, wer sie vielleicht weggeräumt haben könnte. Nochmal High Availability. Wir haben so ein MongoDB-Cluster, einmal Primary, zweimal Secondary, also so ein kleines Cluster, wie man es halt irgendwie anfängt aufzubauen. Und dann haben wir eine Applikation, die redet mit dem Replika-Set und sagen, wir wollen bitte immer auf einem Master schreiben. Das ist dieses W gleich 1, das ist da wichtig an der Stelle. Also wir wollen immer auf dem Master schreiben. Und dann machen wir einen Master-Stepdown, das heißt, wir nehmen den Master aus dem Cluster raus. Was dann passiert, ist eine Replika-Election, also es wird ein neuer Master gewählt. Ich glaube, das geht gar nicht mit rein, aber egal, wir sehen da mal drüber weg. Frage, was passiert? Weiß es jemand? Hat auch noch niemand von euch gehabt, was? Also die Master-Election, die geht im besten Fall super durch und dann hat der Mongo-Cluster einen neuen Master und läuft und die Datenbank ist clean. Die Frage ist, hat das jemand dem Client gesagt? Natürlich nicht. Die Clients versuchen ganz normal weiter auf den Master zu schreiben, den sie mal gedacht haben, oder auf den Primary zu schreiben, wo sie mal gedacht haben, dass es der Primary ist. Der schmeißt eine Fehlermeldung, von wegen, ich bin nicht der Primary, geht weg. Und dann loggt der Client eine Fehlermeldung und im besten Fall stürzt er so ab, dass irgendjemand wieder neu startet. Im schlechtesten Fall läuft er einfach weiter. Und nochmal das gleiche RabbitMQ. Ach, ihr wisst schon, was passiert, was? Auch einem RabbitMQ-Client muss man beibringen, dass er, wenn irgendwas an der Gegenseite sich geändert hat, dass er sich im Zweifel neu verbinden muss. Typischer Fehler. Kann man so ein ganzes System schön HA zum Stehen kriegen. Wer kennt das? Aha. Cool, ein paar Leute haben aufgepasst. Das sagt im Kern, dass es wahrscheinlich unmöglich ist, Konsistenz, Verfügbarkeit und Ausfalltoleranz gleichzeitig zu haben. Das ist blöderweise genau das, was man mit HAA versucht zu erreichen. Solange keine Konsistenz drin ist, also wo es darum geht, sozusagen Daten zu persistieren in Datenbanken, ist es alles noch relativ gut machbar. Also sowas wie eine Applikation hochverfügbar auszurollen, das geht. Aber sobald es um Persistenz geht, rennt man da rein und muss sich entscheiden, wo man eigentlich die Abstriche macht. Das weiß
Nicht jeder. Und vor allem Datenbanken behaupten immer, dass sie das Problem einfach gelöst hätten und über der Mathematik stehen würden. Das stimmt natürlich nicht. Zweifel ist die Datenbank halt dauernd. Es gibt auch schöne Versuche, was passiert, wenn man so eine Datenbank mal beschießt und wie die sich so zu sägen, mit welchen epischen Fehlern nach hinten raus. Gibt es schöne Forschungen dazu. Gleich als Hint, Postgres hat sich als sehr robust herausgestellt, alles andere war eher schlimm. Lessons learned, die große Frage, die entscheidende Frage für mich aus High-Availability-Sicht ist die Frage, was ist denn eigentlich hier hoch verfügbar? Also gerade aus dem CAP-Theorem abgeleitet, ist hier eigentlich nur eine Master-Election hoch verfügbar oder ist hier ein Storage als Gänze hoch verfügbar, was ja nicht geht? Oder muss ich den Clients beibringen, dass sie sich nochmal reconnecten? Das ist immer schon relativ weit unten. Vielleicht fange ich einfach mal oben an, ich habe es ja auch geschrieben. Das, was wir uns immer als allererstes fragen, wenn wir HA einführen, ist, wie ist denn eigentlich die Ausfallwahrscheinlichkeit der HA im Vergleich zur Ausfallwahrscheinlichkeit der Anwendung? Und in den allermeisten Fällen, die ich in meinem Leben bisher im Wickel hatte, war die Ausfallwahrscheinlichkeit der HA höher. Also wir haben große Seiten mit Millionen von Usern mit einer einzigen Postgres-Instanz laufen und wir fangen ganz bewusst nicht an, da jetzt irgendwie Replikation und Write-Log durch Cluster durchzuschieben, weil das geht im Zweifelsfall eh schief. Dann gucken wir eher, dass diese eine Node stabil läuft und das tut ja im Allgemeinen auch. Und die meisten unserer Datenbanken sind nie down und wenn sie mal kurz down sind, dann ist es nach einem Reboot, weil sie nicht sauber auf die Füße gefunden haben, da tritt man sie nochmal an. Also ja, gerade für Datenbanken mal ganz genau darüber nachdenken, ob ihr das wirklich braucht. Könnt ihr einfach mal die Ausfälle zählen, die ihr aufgrund eurer HA-Lösung hattet. Für AppServer hatte ich vorhin gesagt, ist es relativ einfach, geht, weil die keinen Konsistenzlayer haben. Einfach ein HA-Proxy davor, funktioniert super. Persistenzlayer aufpassen, CAP-Theorien im Kopf haben. Und das letzte hatte ich am Anfang schon mal gesagt, welcher Teil ist denn hier eigentlich HA? Also nur weil die Master Election geht, heißt es noch lange nicht, dass die Clients ihre Connection wieder aufbauen. Packaging und Installer, da geht es um diesen ganzen Bereich von wie man Software eigentlich irgendwo hinbringt. Matomo. Ein schönes Tool. Auch tatsächlich ein echter Fall, den wir hatten. Man nehme sich ein Chromium oder ein Firefox, geht auch, und lade sich Matomo runter. Und dann macht man einfach das Gleiche nochmal mit Wget. Jetzt guckt ihr mich alle groß an und fragt euch wahrscheinlich, was will denn der jetzt von mir? Einfach mal machen. Und dann machen wir mal einen Diff davon. Und an der Stelle hat bei uns eine komplette Operations-Abteilung mit großen Augen auf den Bildschirm geguckt. Was zur Hölle? Das ist die gleiche Datei, die heißt genauso, man hat sie irgendwie runtergeladen und dann steht, dass das verschieden ist. Aufgefallen ist uns das, weil wir eine Matomo-Installation automatisch ausrollen wollten mit Ansible. Und man, wenn man das gut macht und wir geben uns Mühe, es gut zu machen, da eine Prüfsumme mitgibt und sagt, dass irgendwie das File, was man da runterlädt, wirklich das Richtige ist. Blöderweise veröffentlicht Matomo seine Prüfsummen nicht. Das heißt, wir nehmen uns ein Chromium, laden Matomo runter, machen eine Prüfsumme auf dem Rechner, checken das ins Ansible rein und dann kam so ein Check so ein Mismatch. Das war so, oh, krass, hat uns da jemand was runtergeschoben? Was ist denn hier passiert? Das müssen wir uns angucken. Und dann haben wir das Ding genommen, haben das ausgepackt, haben das nebeneinander gelegt, haben rekursives Diff gemacht. Es war komplett identisch, was da drin stand. Bis dann irgendwann mal jemand auf die Idee gekommen ist, ein Diff zu machen und dann stand das da. So ein bisschen die Herleitung zu dieser Situation, dass ihr das vorstellen könnt. Unsere Verwunderung. Und das ist dann, wir haben mit Pfeil mal raufgeguckt. Also wenn man es mit Chromium runterlädt, kriegt man ein POSIX-Archiv. Und wenn man es mit Wget runterlädt, kriegt man ein Compressed-Data. Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum das so ist. Also falls irgendjemand von euch irgendwie mit den Amatomo-Leuten zu tun hat, fragt die doch mal bitte, warum die das machen. Ich habe keine Ahnung. Bundler?
aus der Ruby-Welt, ein Installer, um Gems zu installieren. Kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr mit Ruby zu tun habt. Wenn man auf die Man-Page guckt, findet man das. Also das steht da, wie man das benutzt. Und dann versucht man das zu benutzen. Ist klar, steht ja da. Und das ist das Ergebnis davon. Und bevor jetzt jemand fragt, ja, die Version von der Man-Page ist die gleiche Version wie das von dem Bundler, was da installiert war. Ja, auch wir wussten es nicht. Pip kann das auch, also es ist irgendwie so, Installer haben, ist halt schwierig. Das ist auch das, was ich versuche hier ein bisschen rauszuarbeiten. Installer zu schreiben ist nicht so ganz trivial. Bei pip kann man so ein Requirements.txt angeben, das ist für Python, da kann man die Version mit reinschreiben, die man da installiert haben will. Die Python-Entwickler unter euch mögen das kennen. Und was hier passiert ist, ist, dass ein Komma vergessen worden. Also dieses Ansible 2.5.0, da muss ein Komma dazwischen. Und das ist hier vergessen worden, das ist pip aber total egal. Wenn pip das nicht parsen kann, wirft er nicht etwa eine Exception und sagt, ich weiß auch nicht, was du von mir willst, mach's richtig. Sondern er installiert halt einfach, was er rausdenkt, was es sein könnte. Und wahrscheinlich ist das natürlich die neueste Version, ist klar. Und dann wundert man sich im Zweifel irgendwie, warum das Deployment nicht läuft. Und das findet man dann nicht, dass das da oben irgendwo stand. Auch dafür habe ich ein schönes Bild gefunden. Und das ist hier, das ist wirklich einer der harten Fälle gewesen, die wir in diesem Jahr hatten. Hintergrund ist, wir wollten unsere Automatisierung ein Stück weiter treiben, Richtung Continuous Delivery und endlich auch mal unseren Delivery Stack automatisieren. Also nicht nur die Deployments schreiben, sondern auch das Ausführen in unsere CI-Infrastruktur einfädeln. Und wollten uns mal ein paar Toolings angucken, die das können. Unter anderem behauptet ja Ansible Tower, in der Open-Source-Lösung heißt es AWX oder AWX, dass es das kann. Und dann haben wir versucht, das auszuprobieren, hätten nur total komische Sachen gemacht, als wir das installiert haben. Und dann haben wir mal reingeguckt, was der so treibt. Und was er treibt, ist, das ist ein Python-Package. Also so richtig, Setup-Py und so. Und der geht mal davon aus, dass wenn man das Python-Package installiert, er ins Betriebssystem reinschreibt. Also sowas wie hier etc und so, leg mal an und installiere mal den Kram nach userbin. Das ist ein Python-Package, das will ich vielleicht im Virtual Env laufen lassen oder auf jeden Fall will ich es nicht ins Betriebssystem installieren. Das steht bei Python-Packages ganz groß immer dran, nimm verdammt nochmal Virtual Env, weil sonst machst du dein Betriebssystem kaputt. Das ist aber Ansible Tower egal. Die wollen das da rein haben und das kann man natürlich so auch nur noch als Root installieren, was total geil ist, weil wenn man es mit pip installiert, ja auch noch einen Haufen Abhängigkeiten dann als Root direkt ins Betriebssystem reingedroschen werden. What could possibly go wrong? Noch mehr Installer. Das ist jetzt mal so eine Sammelfolie, was da draußen so alles passiert. Es ist ja nicht so, dass es die Installer gibt, die da draußen tausendfach benutzt werden, sowas wie Bundler oder pip oder sowas, tausendfach getestet und trotzdem geht's schief. Es ist ja auch noch so, dass jegliche Software, die da um die Ecke kommt, der Meinung ist, die sind viel besser drin und das sind auch nochmal besser können als irgendwie pip oder Bundler oder sowas und das nochmal selbst schreiben. Senso ist eine Monitoring-Software, bringt seinen eigenen Installer mit, der im Kern nichts anderes ist als ein Wrapper um RubyGem. Keine Ahnung, warum sie nicht einfach Gem benutzen. Der aber keinen Uninstall kann. Es ist so geil, man will das nicht wieder deinstallieren. Ja, vor allem auch keine alten Versionen von Bibliotheken oder sowas. Weil er in einem eigenen Omnibus-Environment läuft, keine C-Header findet und deswegen nichts installieren kann, was irgendwie gegen C gelinkt werden muss. Was richtig cool ist, wenn man zum Beispiel so ein Postgres-Package installieren will. Geht dann halt nicht, kann man halt die Postgres-Checks nicht benutzen von Senso. Oder man hackt halt rum, indem man Postgres-Header in das Omnibus-Environment legt. Ein großes Kino. Logstash, ihr kennt es vielleicht aus dem Elk-Stack, also so Elasticsearch, Logstash, Kibana, hat auch einen eigenen Installer, liefert damit, Logstash-Plugin. Allein für ein List wird eine komplette Java-VM gestartet, in dem Logstash hochgezogen wird. Also wir hatten tatsächlich Fälle, in denen wir für ein List einfach der RAM alle war und uns die VM abgeschmiert ist. Mal gucken, was wir installiert haben. Jetzt starten wir mal die VM neu.
Und wenn man Logstash updatet, sind alle Plugins kaputt. Also die sind nicht etwa nicht erreichbar oder nicht da, sondern sie kaputt. So, man startet dann Logstash und der sagt dann sowas wie, ich komme mir auf die Füße, meine Plugins sind kaputt. Und dann installiert man alle Plugins nochmal neu. Auch das lässt sich super automatisieren. So, wir stellen mal fest, ob unsere Plugins noch gehen, und wenn sie nicht gehen, müssen wir sie wegräumen, damit wir dann die richtige Version mit dem richtigen... Ach, ihr wisst, was das ist. Und als ob das nicht genug wäre, hat Elasticsearch auch einen eigenen Plugin-Installer. Warum nehmen die nicht den gleichen? Die gleiche Firma? Egal, nee. Naja, ihr wisst schon. Versucht das hier bildlich darzustellen, wie diese ganzen Installer wirklich bravourös ihren Dienst verrichten. Auch da in der Lessons Learned wohl eine ähnliche Geschichte, wie wir es letztes Jahr schon ganz oft hatten. Es ist verdammt nochmal ein gelöstes Problem. Warum zur Hölle fangen diese Toolings an, eigene Paketformate zu entwickeln, eigene Installer zu schreiben? Wir haben für alle Programmiersprachen oder für nahezu alle Programmiersprachen da draußen irgendwelche Packaging-Formate. Seit ein paar Jahren angeblich sogar für PHP, yeah. Es gibt Installer für all das, und selbst wenn ich es nicht finde, kann ich immer noch apt oder RPM oder irgendwas nehmen, wenn ich es im Betriebssystem drin haben will. Mache ich halt ein Repository auf, ist alles gelöst, machen tausend andere Leute auch. Auf die Idee, als Root ins Betriebssystem zu greifen, kommen zum Glück nur wenige. Und wenn, dann sind es halt apt oder RPM-Pakete, die da hingehören. Und um Gottes Willen, keine eigenen Installer bauen. Das klingt so trivial, aber das Stichwort ist Dependency Hell. Jeder, der mal irgendwie mit Versionen zu tun hatte, und jeder wird wissen, wie schlimm das da schiefgehen kann. Das ist super komplexer Kram, da Loops zu erkennen, da irgendwie ausschließende Situationen zu erkennen. Auf die Idee zu kommen, zu sagen, na, ich habe hier eine Software, schreibe ich mal eben noch einen Installer mit, da muss man schon irgendwie ganz schön kühn sein. Und weil wir es schon ein paar Mal hatten, Continuous Integration, Continuous Delivery. Nextcloud. Nextcloud ist ein super Stück Software. Also wenn ihr so Sachen in die Cloud legen wollt, nehmt Nextcloud, das ist schon in Ordnung. Nur auch Nextcloud macht nicht alles richtig. Ist auch ein Fall aus der Realität. Nextcloud hat so ein Kommandozeilen-Interface. Da kann man irgendwie Dinge auch über die Kommandozeile machen, worüber sich Ops-Menschen wie ich total freuen, weil automatisierten Wizard durchzuklicken ist auch eher schwierig. Und deswegen freuen wir uns über so Kommandozeilentools. Und was hier passiert ist, Nextcloud hat eigentlich in der Default-Installation Masterkey, um Sachen zu entschlüsseln. Das will man im Zweifel nicht. Um die Security weiter anzuheben, kann man den disablen, dann wird der rausgenommen. Und dann gibt es nur User Keys, das ist ein Security Measurement. Und wenn man das aber so aufruft, ohne dass vorneweg noch andere Tasks gelaufen sind, dann ist das die Ausgabe von dem ganzen Ding. So, ich frage mal ganz, ich weiß schon, wenn eine Frage werdet ihr schon merken. Was ist der Rückgabewert an der Stelle ans Betriebssystem? Ja, ja. Ist schon, ne? Gucken wir mal rein. Das ist total prima, wenn man das automatisiert laufen lässt, weil das Ansible denkt, cool, hat funktioniert, ich mache den nächsten Schritt. Und der Master Key ist nicht ausgeschalten worden. Also das ist wirklich ein Security-Problem. Ne? Das Ansible, das läuft sauber durch an der Stelle. Hat gemacht. Jetzt habe ich die Antwort vorweggenommen. Nein, Ansible weiß natürlich nicht im Ansatz, dass das nicht funktioniert hat. Also sowas wie Rückgabewerte sind tatsächlich echt, also wenn ihr denkt, ihr schreibt da irgendwie so ein Programm und das ist ja egal, diesen Rückgabewert, ach komm, da guckt eh niemand drauf, ihr habt es ja auf die Konsole rausgeschrieben. Nein, wenn man das automatisieren will, ist es richtig wichtig, dass das stimmt. Nochmal Ansible Tower, weil es so schön war. Der hat es uns wirklich beglückt. Migration, wenn man es geschafft hat, das Ding zu installieren. Und es war wirklich, wir haben diese Stelle gesehen. Und da unten ist das Zitat darunter, also da ist wirklich in jeder Zeile irgendwas kaputt. Also sowas wie, was ist denn, wenn das kein Ordner, sondern eine Datei ist? Warum zur Hölle mache ich in einem Makefile ein VirtualEnv an, was für die Shell gedacht ist und nicht für ein Makefile-optimiertes Ding? Was ist, wenn ich das in der CI starte, dann wird die Shell umgebogen von meinen CI-Runner.
hier, welches AWX-Mensch ist denn das? Ist das das, was ich jetzt gerade angeschaltet habe? Oder ist das das, was mir jemand da hingelegt hat als, löst das doch mal aus und mach mal die Forkbomber an oder irgendwie den, was weiß ich, die Shell-Konsole. Hier kommt, ja, ihr wisst schon. Und dann hat es nicht mal geklappt. Und vor allem, weil wir ja vorhin gesehen haben, dass der Installer das ins Betriebssystem reinprügelt. Warum zur Hölle machen die das mit dem VirtualEnv? Ja, das ist wirklich unklar. Ja, machen wir mal hier noch. Genau. Lass ihn mal lachen. Auch dazu kurzer Hintergrund. Das war das Ausschlusskriterium für uns, AWX zu benutzen oder Ansible Tower zu benutzen in der Evaluation. Wir haben das nicht weiter evaluiert an der Stelle. Wir haben gesagt, wenn der Installer schon so kaputt ist, dann können die keine Ahnung haben von dem, was sie da treiben. Und damit war das Produkt raus bei uns. Noch mehr Ansible, der ist auch richtig schön. Den haben wir ein paar Mal. Es ist eine Applikation, das ist eine Ruby-Applikation. Und zwar das Config-Handling. An der Stelle lesen wir Config ein. Und weil wir wissen, dass wir im Docker laufen und es ordentlich machen, holen wir uns das Config-Handling aus dem Environment. Das heißt, wir gucken hier, ist im Environment diese Variable gesetzt und ist sie auf True gesetzt, weil Environment ist ja Strings. Und wenn das so ist, dann wird dieser Konfigurationswert aus True gesetzt. Also es wird dann angeschaltet. Security wird angeschaltet. Und wir machen ein Ansible draußen rum und starten diesen Docker-Container mit diesem Ansible-Task. Da geben wir das Environment rein. Security enabled gleich True. Das Environment ist damit gesetzt. Quizfrage. Ist Security enabled? Können wir mal eine Auswertung machen. Wer ist für Ja? Wer ist für Nein? Traut sich keiner, was? Ihr rechnet schon damit. Ich habe euch alle schon geprimed mit dem, was jetzt kommt. Kleiner Hint, in YAML gibt es Booleans, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann dafür yes, yes, 1, 2, klein, groß und irgendwas schreiben, das ist alles true. Sieht schon jemand? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der zweite Hint, Ansible ist in Python geschrieben. Das heißt, was passiert ist, dass diese Zeile, die hier steht, ein Bullshit true ist. Und in dem Moment, wo das ins Environment geschrieben wird, passiert ein Cast in String rein. Und wenn Python nach String castet, dann macht der natürlich ein großes True draus, weil in Python sind die ja groß und so. Und wenn man mal ganz oben in der ersten Zeile guckt, dann ist das nicht das Gleiche, weil ein großes True ist eben kein kleines. Und ja, damit ist, obwohl das alles richtig aussieht, Security alles andere als enabled. Wir haben lange bei uns darüber diskutiert. Ihr kriegt nur erst das Bild. Dann kommen wir nochmal zurück. Wir haben lange bei uns darüber diskutiert, was eigentlich hier der Bug ist und wie es eigentlich richtig geht. Wir haben uns dann tatsächlich in reiner DevOps-Manier im Chat zusammen diskutiert und auch wirklich länglich diskutiert und haben gesagt, dass der Bug eigentlich hier oben passiert. Weil das Interface nicht sauber ist. Also zu sagen, ich gebe in eine laufende Applikation über Environment True rein, was halt einfach nur groß geschrieben ist. Und das führt dazu, dass es irgendwie nicht True, also nicht angeschaltet ist, ist irgendwie ein Usability-Bug. Das heißt, unsere Anwendungen sind inzwischen so geschrieben, dass sie mit allen möglichen Trues umgehen können. Inzwischen hat tatsächlich auch Ansible nachgezogen. So eine Konstruktion geht inzwischen nicht mehr mit dem Set. Irgendwie so 2-3 Monaten, da fällt das Ansible um und sagt, er will da bitte einen String haben und er will das bitte explizit haben. Auch da ein Versuch, ein paar Learnings rauszupopeln. Also meine große Erkenntnis aus alles, was CI, CD angeht, ist, entkoppeln, wo das nur geht und sauber abgrenzen. Kleine Inseln schaffen, wo man sagt, das ist irgendwie das Tooling, das ist der Bereich, in dem ich mich gerade befinde. Ich habe so einen Bereich, das ist Testing, also wo die automatisierten Tests laufen. Ich habe einen Bereich, das ist so Packaging, wo irgendwie dann irgendwie Artefakte draußen stehen. Die Artefakte müssen irgendwo hin und dann kommt irgendwie so ein Deployment. Und wenn man das sauber entkoppelt, dann merkt man auch, wo man anfängt, Quatsch zu machen da drin. Auf gar keinen Fall Annahmen machen über diese Build- oder Testumgebung. Also genau das, was am Anfang dieser Ansible Tower so getrieben hat. Man weiß einfach nicht, wo man da läuft.
Und diese ganzen Tools, die es da gibt für Integration und Bild, die können das auch, benutzt also die Standard-Tools mal wieder. Die große Weisheit aus diesem Vortrag, hoffentlich aus dieser Vortragsreihe, benutzt verdammt nochmal die Standard-Tools, die da sind. Also jede Programmiersprache hat irgendwie eine Form von Testrunner. Benutzt die halt einfach, dafür sind die da. Keine eigene Command-Line-Interfaces dafür bauen, das geht auf jeden Fall schief. Auch aus der Erfahrung heraus bei uns, das ist immer das beste Zeichen, dass ich anfange, Sachen zu eng zusammenzubringen. Also zum Beispiel dieses Ansible Tower Beispiel zeigt es sehr schön. Die haben einfach von Anfang an gedacht, dass sie sowieso in einem Docker laufen und dass es sowieso egal ist, wenn sie da rein installieren. Und dass am Ende sowieso ein Docker-File rauskommt, dass sie all ihre Build- und Deploy-Pipeline darauf aufgebaut haben. Und dann geht es halt auch nirgendwo anders mehr und geht auch vor allem auch schief, wenn man es woanders macht. Das ist auch der letzte Punkt. Also wenn ihr Docker benutzt für eure Build- und CI- und CD-Pipelines, passt auf, das ist eigentlich ein Indikator für, ihr geht davon aus, es ist eher alles Docker, kann man Docker-Container von links nach rechts und oben und unten schieben, dann passt es schon. Ist ein Indikator dafür, dass eigentlich irgendwas in die falsche Richtung läuft. Wir hatten so Situationen, bei uns auch ein hartes Learning, dass wir WordPress-Installationen umstellen mussten vom Base-Image. Wir wollten von Ubuntu-Base-Images auf Alpine-Base-Images wechseln und mussten tatsächlich einmal unsere komplette CI aufräumen, weil irgendjemand mal das eine gute Idee fand, das im Docker zu machen, bis runter zu, dass halt dazwischen Schichten irgendwie gebaut werden. Das ging halt alles nicht mehr. So, jetzt noch ein bisschen plaudern aus den Nähkästchen. Das ist jetzt kein allgemeines Ding. Wir hatten so ein kleines Mega-Desaster und haben es auch noch, Monitoring. Vielleicht so ein bisschen der Hintergrund. Monitoring im Jahr 2019 ist ungefähr identisch mit Monitoring im Jahr 1999. Es gibt irgendwie sowas wie Nagios. Und dann gibt es irgendwie noch 5 Klone, die irgendwie auch so ähnlich funktionieren wie Nagios. Dann gibt es noch Prometheus, die irgendwie auch nichts daraus gelernt haben. Also irgendwie gibt es immer so einen zentralen Server und der hat irgendwie ein zentrales Inventory, was es da draußen gibt. Und der schedule die Tests und dann rennt der rum und klappert den Kram ab. So, guckt so, was da draußen los ist. Das ist eigentlich immer das System, nachdem das läuft. Und wenn man irgendwie remote was checken muss, weil es halt keinen Port nach außen aufmacht, wird es immer hacky. Dann hat so Nagios hat so diese NRPE-Zeug, was so Wahnsinns-Security mitbringt, wie Authentifizierung ist meine IP-Adresse. Oder eben SSH, was dann heißt, ich gebe halt irgendwie Shell-Zugriff raus. Was irgendwie, was will man ja nicht. Und das ist irgendwie die Situation. Auch 2019 scheint das noch die Situation zu sein. Und wir hatten nach vielen Suchen dann endlich was gefunden. Das kam ja auch immer mal vor. Das ist Sensu. Und Sensu hat das erste Mal so ein bisschen anders gemacht. Das war wirklich, wirklich ein cooler Ansatz. Die haben nämlich gesagt, okay, wir haben einen zentralen Server und auch ein zentrales Scheduling, aber die Kommunikation läuft dann über einen Client, einen Sensu-Client, und die kommunizieren über PubSub miteinander. Das heißt, ein RabbitMQ dazwischen kann man schön entkoppeln und dann gehen halt die Messages hin und her. Und jeder Client, der sich für irgendeinen Check zuständig fühlt, der führt das dann halt aus und gibt über die Message Queue seine Ergebnisse zurück. Eine richtig coole Sache, kann man irgendwie sauber den Kram entkoppeln, kriegt man endlich dieses Problem gelöst, auch die Skalierungsprobleme da drin, weil der Server nichts anderes machen muss, als einmal in die Welt rufen, jeder, der sich dafür zuständig fühlt, checkt bitte mal jetzt. Coole Sache. Haben wir eingebaut, großflächig bei uns, auf allen möglichen Ebenen haben wir das drin, wir haben so geschätzte 700 Checks da drin, und dann passierte sowas, das war diesen Sommer. Und wir waren ungefähr genauso sprachlos, wie ich es gerade hier oben bin. Also es nimmt mich immer noch mit, wenn ich es lese. Also unsere Reaktion war ungefähr die hier. Und es ist nicht nur so, dass sie es abgekündigt haben, sondern sie haben ein Nachfolgeprojekt angekündigt. SensuGo. Mit SensuGo wird alles besser und wir sollen bitte Ende des Jahres auf SensuGo migrieren. Und ich weiß nicht so ganz, was sie da geritten hat. Also sie haben es mal komplett neu geschrieben. Sensu war in Ruby geschrieben, Sensu Go ist in Go geschrieben, weil Go ist der heiße Scheiß, wir erinnern uns Hype Train und so. Aus RabbitMQ machen sie jetzt PubSub mit WebSockets, weil das ja ungefähr fast das gleiche ist. Die Config wird zur Laufzeit via HTTP-API reingereicht. Es gibt keine statische Config mehr.
die Reaktion, die ich im Publikum sehe, war ungefähr die gleiche wie unsere. Was? Warum? Keine Ahnung. Die Checks werden jetzt auch am Server announced und der hat dann so ein komisches Gossip-Protokoll, um das an die Clients rauszureichen, die sich dafür zuständig fühlen. Es gibt einen Sensu Asset Index, wo man seine Plugins in Zukunft runterladen kann, weil wir haben einen eigenen Installer geschrieben. Und ob die Idee nicht schon blöde genug wäre, haben sie auch eben mal ohne Rückfrage allen Leuten, die jemals irgendwie contributed haben, da Accounts angelegt. Also ich habe da auch einen Account. Hab da nie einen angelegt, aber ich habe einen Account da. Auch diese Plugins werden per HTTP-API am Server announced. Und der kümmert sich dann darum, dass irgendwelche Clients irgendwas aus dem Netz laden. Da kann überhaupt nichts schief gehen. Und dann ist ihnen irgendwann aufgefallen, dass sie ja einen Haufen Plugins da draußen haben, die sie in Zukunft vielleicht weiter benutzen wollen. Die sind ja alle in Ruby geschrieben. Also haben sie einen Ruby-Wrapper für Go geschrieben, den man als weiteres Plugin vorinstalliert, der aber abstürzt mit irgendeinem Linking-Fehler. Also zusammengefasst, wer so dieses und letztes Jahr zugehört hat, haben sie hier so ungefähr sich Mühe gegeben, alles einmal zu triggern, was man falsch machen kann. Und das ist unsere Reaktion. Und das ist auch unsere Reaktion seitdem. Also an dem Zustand hat sich nichts geändert. Naja, es scheint tatsächlich darauf hinauszulaufen. Also wir sind tatsächlich dabei, uns Prometheus-Wissen anzulesen. Es ist alles so schlimm. Ich habe die Antwort nicht, falls irgendjemand von euch irgendwas Cooles kennt. Nicht Prometheus. Prometheus kennen wir schon. Oder irgendjemand SensoCoreFork. Und das ist ein geiles Stück Monitoring gewesen. Das Monitoring war wirklich cool. Wir haben tatsächlich überlegt, ob wir es selbst machen. Ob wir es forken. Wir hoffen so ein bisschen drauf, dass es vielleicht bis zum 31. ist ja auch noch ein bisschen Zeit. So. Und noch ein kleines Schmankerl, das ist tatsächlich auch das Zitat aus unserem Fail-Channel von unserem Datenschutzbeauftragten, der es reingeschrieben hat. DSGVO war auch dieses Jahr, der war wirklich großartig. Wir benutzen eure Daten, weil wir von einem berechtigten Interesse eurerseits ausgehen. Keine Ahnung, wo das in der DSGVO steht, aber... Soweit, dass der Input von diesem Jahr... Ich überlege immer mal wieder, ob ich es diesem Mann gleich tue und mir Coins zulege. Es gibt eine Webseite, ganz frisch. Ich habe versucht, sie fertig zu kriegen. Also die Webseite ist auch einigermaßen fertig. Es steht nur noch nichts drauf. Ich habe es nicht ganz geschafft. Die nächsten Tage kommt da hoffentlich auch Content hin. Ich will versuchen, so ein bisschen dran zu bleiben, auch irgendwie die Sachen, die da rausfallen, so ein bisschen Learnings auch da runterzuschreiben. Kommt gern vorbei, schickt auch gern Sachen, die euch passiert sind. Und damit eröffne ich so ein bisschen die QA-Runde. Danke, Stefan. Genau, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Wir haben nur dieses Mikrofon. Das heißt, wir müssen da so ein bisschen Gruppenbums draus machen. Wer eine Frage hat, meldet sich und dann reichen wir das Mikrofon durch und wieder zurück. Kriegen wir das hin? Ja, gut. Wer hat eine Frage? Da gibt es schon eine Meldung. Könnt ihr das mal weitergeben? Schreibt. Hallo, Test, Test, Test. Ist aus. Test. Test, Test. Schreibst du auf die Webseite, wenn es einen SensoCoreFork gibt? Versprochen. Jetzt brauche ich hier auch das Mikro. Nee, eigentlich müsste das hier gehen. Wir müssen das so hinkriegen. Wir versuchen das. Wir versuchen das weiter. Eigentlich, wenn ihr das Mikro hier an der Bühne nochmal anmachen könntet, dann können wir das immer Ping-Pong und so. Jetzt. Großartig. Versprochen. Mach ich. Und wenn du was forkst, dann sag mir bitte Bescheid. Weitere Fragen? Ich möchte dich mal ein bisschen triggern. Wie viele Kubernetes-Cluster betreibt ihr? Das ist eine spannende Frage. Tatsächlich, jetzt ist es wieder da. Das ist ein interessantes Mikro. Diese Kubernetes-Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das ist tatsächlich auch gar nicht so ein Trigger, wie es scheint. Das ist eine große Diskussion auch bei uns im Haus. Ist Docker und Kubernetes ein Pferd, auf das wir setzen oder nicht? Weil man muss
schon zugeben, dass gerade dieser Ansatz mit Immutable Containern zu arbeiten gar nicht doof ist. Und es gibt so ein bisschen die Überlegung, wo geht es hin? Ist irgendwie dieses Ansible und Kisten und irgendwie durchdeployen und irgendwie Stück für Stück State herstellen, ist das noch State of the Art oder sollte man langsam mal umgucken? Wir sind da so ein bisschen dazwischen. Wir machen es bisher so, wie es früher war, also ohne Kubernetes. Wir benutzen Docker auf den einzelnen Nodes. Und es gibt seit Jahren schon den Wunsch, dass wir eigentlich mal damit rumspielen wollen. Bei uns ist das unter diese Hype-Train-Kategorie eingeordnet. Das heißt, vor allem Achtung, Unknown Unknowns. Wir wissen vor allem nicht, was wir nicht wissen. Auch die Community da draußen weiß noch nicht, was sie nicht weiß. Da kommen immer mal Ansagen raus, wo ich denke so, boah, das ist aber eine ganz schön kühne Behauptung. Also sowas wie, wir haben mal einen Load Balancer geschrieben in 3 Monaten und der macht das jetzt alles viel cooler. Und ich denke mir so, oh, Proxy hat 20 Jahre Entwicklungszeit, das haben die nicht ohne Grund gebraucht. Die sind jetzt nicht doof oder so gewesen. Die haben halt einfach sehr viel gelernt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich denke, man sollte sich das auf jeden Fall angucken, Erfahrungen sammeln, aber einfach, ich würde noch nicht unsere komplette Produktivumgebung auf Kubernetes umziehen, sondern wirklich so langsam rantasten, gucken. Und ich habe auch das Gefühl, dass es viele große Anbieter, die so Infrastruktur anbieten, das genauso machen gerade, so Stück für Stück rantasten, gucken, wo man kommt. Letzten Sommer gab es mal einen Security-Audit von Kubernetes, der war ja eher desaströs. Genau, ich habe noch 2 Kommentare. Bei dem einen, ich glaube, bei dem Sensu-Installer oder so hattest du erwähnt, dass es keine Deinstallationsfunktion gibt, ne? Es war ja irgendwo in den Folien. Genau, das ist ja einfach nicht der DevOps-Way. Also der DevOps-Way wäre ja, du schmeißt die Maschine weg und provisionierst eine neue dann in dem Fall, ne? Also in der Tat, wir haben sehr lange darüber nachgedacht, was ihr mit diesem Sensu-Go geritten hat. Es gibt so 2 Theorien. Die eine Theorie ist, das spricht gegen uns und für sie. Die ist, wir sind einfach zu doof und checken das nicht, was die da machen. Und die haben gute Gründe, weil irgendwie das Richtung Kubernetes und sowas geht, das zu tun. Und wir haben einfach die Erfahrung nicht, um zu bewerten, warum es eine gute Idee ist. Das würde für sie sprechen. Die andere Theorie, die wir haben, ist, dass ihnen der Core-Entwickler davon gelaufen ist und sie jetzt versuchen, irgendwas zu bauen. Genau. Hallo. Der zweite Punkt war, bei Ansible in dem YAML hast du dann gemerkt, dass True ja gecastet wird auf dem Boolean. Dasselbe Problem gibt es auch in File-Modes. Also es gibt ja bei Ansible mehrere Module, womit man Dateien anlegen kann und die File-Modes festlegen kann. Und wenn man eine führende 0 anführt, 0755, wird das in YAML halt von Oktal nach Dezimal gecastet und dann damit übergeben. Also am Ende hast du dann ganz krumme File-Modes. Dann auf jeden Fall nicht das, was man erwartet. In der Tat, das gibt es an mehreren Stellen. Auch den hatten wir schon ein paar Mal, wo wir uns gewundert haben, was zur Hölle ist denn da, ist das Sticky-Bit da drauf. Kann ja auch nichts passieren. Ansible hat da extrem nachgezogen, die sind eher in die andere Richtung umgefallen. Inzwischen ist es so, dass sie sofort umfallen, wenn es kein String ist. Und zwar in einer Art und Weise, dass es auch schon wieder albern ist. Inzwischen ist es so, dass Ansible umfällt, wenn man bei einem Cron-Job einen Integer hinschreibt für eine Stunde, da sage ich, es ist kein String. Zu Sensu mal folgende Frage. Seid ihr da schon in irgendwelche Performance-Probleme gelaufen? Und wie viele Checks lasst ihr denn so auf euren Kisten pro 10 Sekunden laufen? Und noch eine Ergänzung vielleicht, wir hatten das Zeug mal irgendwie vor 3-4 Jahren im Einsatz und haben festgestellt, dass das halt an irgendeinem Punkt nicht mehr skaliert, weil jeder einzelne Check irgendwie eine neue Runtime gespawnt hat. Und wenn du halt anfängst, da irgendwie echt massig Tests drauf zu werfen, weil das halt geil ist, dann bleibt das irgendwann hängen und geht nicht weiter. Auf dem Client hatten wir die Probleme nicht tatsächlich. Bei uns hat das gut funktioniert. Wir hatten einmal auf dem Server die Probleme, weil die Händler nämlich auch, also die Händler lösen dann hinten also irgendwelche Aktionen aus. Da war das gleiche Problem und da kommt dann doch was zusammen. Die kann man aber anders einbinden, dass die tatsächlich weiterlaufen. Dann hat man das Performance-Problem nicht. Zur Größenordnung, wir haben so über den Daumen 250 VMs mit jeweils ungefähr 50 Checks, die aber jetzt nicht im Sekundenrhythmus abgeworfen werden, sondern so 60 Sekunden, 120 Sekunden. Funktioniert gut. Eher im Gegenteil haben wir so ein bisschen Angst, wenn wir auf Prometheus gehen, dadurch, dass das dann wieder irgendwie dieses Scraping macht und im Kreis rennt. Ich kenne von früher eine Nagios-Installation, die hat einen Feuermelder angeschlossen und haben wir mal probiert. Und es hat tatsächlich eine halbe Stunde gedauert, von Streichholz an den Feuermelder anhalten, bis es gepiepst hat. Also,
Eine Frage, du hast vorher AWX als Ansible Tower Alternative gezeigt. Was ist es jetzt geworden, wenn es AWX nicht wurde? Also wir sind tatsächlich immer noch in der Evaluation. Wo wir inzwischen stehen, ist, dass wir davon ausgehen, dass wir irgendwas brauchen, was in Pipelines gut ist. Also weil einfach sehr, sehr viele Sachen, also sehr, sehr viele Variablen reinkommen, sehr, sehr viele Dinge sich auf der Input-Seite ändern können und daran irgendwelche Aktionen ausgelöst werden müssen, die irgendwie in Verhältnis zueinander stehen. Von daher haben wir jetzt so Pipelines in den Fokus genommen. Wir haben noch nicht so was wirklich Schönes gefunden. Gerne auch nochmal mit mir drüber reden im Nachhinein. Ich will jetzt nicht hier diesen Talk sprengen und über CD-Tools reden. Wir haben uns ein paar angeguckt, wir wissen es noch nicht ganz genau. Und vielleicht noch ein Hinweis für alle, die Ansible immer noch mögen. Ich hätte hier noch einen Habepacken-Sticker, wer will. Ja, ich gebe die einfach mal durch und nehmt euch. Ich sehe jetzt niemanden mehr, der sich meldet. Danke fürs Kommen, danke fürs Mitmachen. Falls ihr was habt, falls euch was auffällt nächstes Jahr, da unten ist die Adresse. Wenn ich viel von euch kriege, mache ich vielleicht nächstes Jahr wieder einen Talk. Mal gucken.